bei Christian Steifen auf dem Konzert ist die Eintrittskarte zu dem Konzert kostet ein bisschen mehr, weil jeder Gast, der da kommt, kriegt eine Viagra. Auch die Frauen. Aber du nimmst sowas nicht, ne? Nein, brauche ich nicht. Diese Frau braucht kein Viagra. Sie ernährt sich gesund. Isst gern Eis. Ohne irgendwelche Spuren. Ich nehme jeden Tag Rocker-Vitamine. Wie sieht die sie? Ja, also nächstes Mal versprochen ein schwarzes Kleid, ne? Und dann so richtig, hast du noch diese Mütze mit den roten Hörnern? Schade. Das würde ja auch mal was anderes sein, ne? Dreimal täglich. Also wirklich noch keine Viagra genommen? Nein. Gar nicht in Versuchung gekommen? Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Naja. Oh Mann. Ja, also das haben wir jetzt wirklich geklärt. Also Viagra brauchst du nicht, ne? Braucht man nicht, wenn man Sport treibt und sich gesund ernährt, braucht man das Zeug nicht, ne? Nein. Brauchst du Viagra? Ich nehme Vitamin C. Oder Christian Steifen. Vitamin Steifen. Kommst du doch mit aufs Konzert? Also ich bezahle Eintritt alles. Nur wenn Axl Rose Special Guest ist. Ja, Christian Steifen und er singt und als Special Guest sind dann Guns N' Roses dabei. Genau. Ne? So in der Pause so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob die sich vertragen würden. Ich denke schon, ne? Ja. Jeder verträgt sich mit dem Steifen. Hat der so einen lustigen Namen? Mm-mm. Ja. Ist der Name Christian so lustig? Nee. Aber Steifen. So. Nochmal die freundliche Dame, die kein Viagra braucht. Sie nimmt wie ich Vitamin C. Ja. Vitamin C ist in welchen Früchten drin? Zitrone, Zitrusfrüchte. In der Zitrone ist viel Vitamin C, glaube ich, ne? Mhm. Apfel auch, ne? Mhm. Cranberries. Kartoffelchips? Nein. Nein. Schokolade? Nein. Nein. Ja. Ja, und du ernährst dich ja gesund. Hast leider so Allergien, so mit diesen Spuren. Ja. Mit diesen Spuren. Also Nüsse? Nee. Ja, Nüsse und eigentlich alle Arten von Nüsse. Und Soja. Und bei Fisch, da weiß ich noch nicht. Da muss ich jetzt einen Test machen. Ja, ja, du musst ja erst einen Test machen, ne? Was denn? Ja, also, wie war das jetzt mit Christian Steifen? Also irgendwie schwärmst du ja für diesen Sänger, ne? Nein. Doch, ich habe das Gefühl. Nein. Also wenn ich Christian Steifen sage, dann bist du...
Logisch, sag nicht immer nein. Nein. Ja, aber er hat originelle Musik, ne? Also das muss man schon sagen. Ne? Also, die Songtexte sind lustig. Aber du findest ja nicht die Musik lustig, sondern den Namen nur, ne? Die Songtexte wie den Namen. Also so einen Namen möchtest du auch haben, ne? Aber würde nicht so passen, ne? Nein. Ja, die Frau hier, die junge Dame, die kein Viagra braucht, die ohne Viagra auskommt, ne? Weil sie sich gesund ernährt, muss ich ja immer wieder betonen. Ist ja selten, ne? Also die meisten Frauen nehmen ja Viagra, ne? Das weiß ich nicht. Ja, ich kenne mich da nicht aus, ne? Also ich auch nicht. Du weißt ja, wir nehmen Vitamin C, ne? Also. Ganz im Roses. Ja, jetzt sind wir hier am Hauptbahnhof, ne? Mhm. Und jetzt wäre ja die Gelegenheit, dass man, ja, was könnte man jetzt machen? Weiß ich nicht. Schon vergessen? Dum, 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 dum. Barfuß mit dem Zug. Ja, aber sie hat leider wieder Schuhe an. Ja, wegen Fahrradfahren. Geht ja nicht barfuß. Geht alles. Barfuß mit dem Fahrrad. Aber dann musst du auch singen. Irgendwann, wenn es auch nur so ein bisschen ist. Da gibt es doch so viele Kinderlieder. Also ich könnte jedes Lied singen. Ich auch, aber ich traue mich nicht. Ich gucke auch weg. Von Guns N' Roses? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Von Guns N' Roses, das bekannteste Lied, nur so den Refrain. Welches waren das bekannte? Ich habe schon wieder vergessen. Welcome to the Jungle. Sweet Child of Mine. November Rain. Ja, November Rain. Ich glaube, das ist das bekannteste. And Knocking on Heaven's Door. Ah, aber das ist nachgesungen. Mhm. Das ist von normal von wem anders? Bob Dylan. Ja, oh, du kennst dich ja. Oh, oh, oh. Ja, du hörst nicht nur Christian Steifen, ich merke das schon. Ja, Guns N' Roses, November Rain finde ich ja ganz gut. Ne? Das mhm. ist und AC/DC, wie schon gesagt, da warst du auf einem Konzert und das war ja auch ganz gut. Ne? Mhm. weißt du, das mit den Hörnern, das kann ich mir so gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Das, mhm. Dass du mit Hörnern, so ein liebes Mädchen mit Hörnern. Ne? Ja, ich hatte gesagt, wenn man das ganze Jahr lang ein Engel ist, dann kann man ja wohl ein Tag ein Teufel sein. Ja, das hast du gesagt. Ne? Du bist wirklich ein Engel? Ja. Ja. Mama, bin ich ein Engel? Also hier haben wir einen Engel. So sieht ein Engel aus. Müssen wir das Video wieder ändern. Also so sieht ein Engel aus und nicht anders. Und wo sind die Flügel? Versteckt. Ja, wer sagt denn, dass ein Engel Flügel haben muss, ne? Muss doch nicht, ne? Dieser Engel trinkt Red Bull. Oh, oh. Heftig, heftig. Ja, jetzt guck mal ein bisschen ernst. Das haben wir ja schon ein paar Mal versucht. Also 10 Sekunden schaffst du immer, ne?
So, jetzt singt sie November Rain. Nein. Jetzt habe ich angesagt, Mann. Sie kann es, aber traut sich nicht. Hey, du bist 31, da ist man doch nicht mal schüchtern. Doch. Soll ich jetzt bis 32 warten? Vielleicht. Ja, ja, wenn du 32 wirst, ich frage jetzt nicht, wann du Geburtstag hast. Ach Mann.